Hey Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in Together IP in The Sims 4. Mein Bruder Wakes ist natürlich auch mit am Start. Was geht, was geht? Ja, und direkt ist halt die Frage, was soll dein Charme machen, Bruder? Genau, also halt, tust du gucken, Bestreben, die ich halt jetzt gerade aktuell erledigen kann. Laura wartet halt noch ein bisschen, bis dass du deine Fähigkeiten fertig hast. Okay, Bis nice, dass du super. halt du soweit bist. Wenn du soweit bist, erst dann werde ich mich um Laura kümmern. Okay, Weil damit du perfekt. jetzt dir die Zeit nehmen kannst und erstmal deinen Char ready machen kannst, weißt du? Ja, Weil das ist mit korrekt. meinem Char haben wir ja auch erstmal meinen Char kurz schnell ready gemacht und haben uns die Zeit genommen so. Und so ist es halt bei dir dann auch. Und erst dann können wir uns auf die Pläne, die wir vorhaben, Konzentrieren. genau. Ah, gut, so ist halt. Genau, so ist es. Ah, das ist eigentlich auch ganz geil. Schwarzes Herz passt zu mir. Ah, ja, funny. So. Dann mal gucken, überall, ob wir hier schon mal was mitnehmen können. Das mache ich ganz gerne. Aber ich denke, aktuell ist halt nicht so viel. Perfekt. Wieder bei 9K, Alter. Ja. Ja, das hier, ich weiß nicht, also ich weiß, das hier kenne ich, das hier ist noch halt noch, das habe ich halt noch nicht so lange, das hier mit Magnet, also Magnetos. Da müssen Ja, wir mal gucken, was Marktmagnet, ist. ja. Experteneklarstellung habe ich halt auch noch nie getestet. Genauso wie halt auch sowas wie mit Yoga und so habe ich halt auch noch nicht getestet. Habe ich halt auch noch nicht zu. Ja, ja, das wollte ich einfach erwähnt haben. Aber der Rest schon getestet. Bis auf, na, wobei ich weiß nicht mehr, ob das ein Nörtern war. Aber eins von denen ist hier, glaube ich, verbuggt von denen hier. Ja, ich meine, es müsste ein Nörtern-Hirn gewesen sein. Oder das hier. Eins davon ist, glaube ich, verbuggt. Oder beide. Ich weiß nicht, ob das gefixt worden ist. Ja, hier. Was haben wir hier? Aha. Ach so, das ist eben Mont Korebi. Das können wir hier gar nicht machen. Das hier könnten wir hier machen. Sind eh in der Gegend. Wobei, bevor wir umziehen, so könnten wir das hier noch mitnehmen. Weil wir sind ja eh hier. Ja. So. Das wäre eigentlich perfekt. So, okay. Ja. Dann Landschaftspfleger, dann müssen wir auch mal gucken, ob wir das überhaupt machen. Also ob wir überhaupt jetzt Bestreben mitnehmen und so, müssen wir auch mal schauen. Also wichtig ist mir nur, dass halt drei Bedürfnisse wegfallen. Ja, aber andererseits So. müssten wir auch so viel wie möglich natürlich mitnehmen, weil sagst schon wie. So, okay. Ach so, du bist noch berühmt? Ah ne, bist du nicht, okay. Warte mal, was? Warte mal, warte. Okay, ich wusste gar nicht, dass man hier Punkte bekommen kann. Ohne das, also das haben wir ja schon gemacht mit erfolgreich andere Sims beraten ab und zu, aber so, ich wusste gar nicht mehr, dass man da auch Punkte einfach so bekommt für Charisma und hast du nicht gesehen und so. Das hatte ich immer im Schirm gehabt. Aber gut, ja. Haben wir eh noch nicht gekümmert. Star Wars werden wir nichts haben. Ja. Innerer Frieden und so. Also mit denen hier habe ich, mit Wellness habe ich mich noch nicht so beschäftigt, weil, ja. War jetzt von der Zeit, wo ich nicht mehr so Bock hatte. Lykanthropophobie habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Nehmen wir mal vielleicht hier. Ja, wobei, soll ich das lassen mit den vertrauter Nachbar? So. Es wäre vielleicht etwas, was man machen könnte jetzt. Weil wir werden ja oft um Rat gefragt von irgendwelchen Heinis und so. Oder wir nehmen das hier weiter mit. Wollten wir eh, oder? So. No. Ja, dein Call, Bruder. Sollen wir das weitermachen oder das vertrauensvolle Nachbar mitnehmen? Ist eigentlich egal, was von beiden. Dann mach jetzt einfach das und Ja, dann halt wobei, das warte andere. mal. Wobei eigentlich wäre es vielleicht schlauer, wenn wir uns ja eher auf meinen Char konzentrieren, das hier mitzunehmen. Weil da müssen wir ja nur darauf achten, dass wenn die Leute uns um Rat fragen, dass wir das mitnehmen.
So würde ich Genau. das aktuell machen, weil wir werden uns ja auf meinen Char konzentrieren. So. Oder wir switchen das immer hin und wieder, das wäre auch eine Option, je Nee, nee, nachdem. nee, nee, wir machen erstmal deinen Char ready. Okay. Perfekt. Wobei, andererseits, weißt du, wen du von denen schon geküsst hast oder und wen nicht? Ja, auf jeden Fall diese Promi-Alte. Ah, du meinst Judith. Genau. Dann Penny müsste, Penny. glaube ich, und Laura. Okay, ja, könnte stimmen. So. Ja, okay, dann So, vielleicht. das müssten die drei sein, wo ich mir zu 100%ig sicher bin. Dann könnten wir eigentlich auf 6 stellen schon mal ganz easy. Weil Also die bei sind ja noch Penny bin da. ich mir nicht 100%ig sicher, aber könnte halt sein. Ja. Ja, oder wir machen halt jetzt, wo meiner eh schläft, könnte man das eh erstmal machen, dass wir bei deinem Char weiter böllern und so. Weil machen wir es einfach so, würde ich vorschlagen, einfach so, dass wir die herschicken, oder? Oder meinst du noch eher eine Liebesmail, Bruder? Wie du willst, Bruder. Schick sie her oder schick wie. Okay. Also du bist hier sicher, dass Penny, Laura und Judith waren, ja? Also Judith und Laura auf jeden Fall. Okay. Bei Okay, Penny okay. bin ich mir nicht 100%ig sicher. Ich weiß nicht, ob ich die vorher geküsst habe oder bevor wir das Bestreben gemacht haben oder nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wer von denen vorher war und wer nicht. Aber gut, wenn du sagst, das sind die Aber ich habe drei, ja dann würdest genug du noch sagen. offen. Oh, wir bekommen das jetzt. Das Event. Psst, hey du! Im Laufe des Jahrhunderts sind meine Erinnerungen immer mehr verblasst. Mir sind Gerüchte bei einer Speise namens Ambrosia zu Ohren gekommen, die mich meinen Job kosten könnte. Ich schließe die Quest Assistenz des Sensenmann und nur einen Anruf entfernt ab, um mir dabei zu helfen, sie besser zu verstehen. Ja. Ach, das können wir ja auch machen. Cool. Weil, naja, das Ding ist, das habe ich halt ein bisschen gehabt in der im letzten Stream in der 100 Baby Kill No One Challenge. Aber cool, dass es hier auch ist. Das hat ja erst ein bisschen Kritik an EA geäußert, aber hey, so ist in Ordnung. Ja, sollen wir das dann direkt mitnehmen, Bruder? Ist das egal? Okay, dann lass mal machen. Wo ist denn Miko? Hat die gesagt, die kommt oder was ist los bei der? Ah, wird gleich da sein. Ja, gleich ist so eine Sache. Aber du müsstest auf jeden Fall da mit der zwischendurch auch mal nach unten switchen und gucken, weil Was? du weißt ja, das Spiel und so, anstatt die die nach oben vor die Haustür holt, warten die ja manchmal unten. Ja, stimmt. Oh. Dann jacksen die nachher ab und so und dann. Ja. Ja, das ist safe, aber die Frage ist halt, ja, wird sie oben oder unten stehen? Das ist halt die Frage. Ja, das ist halt das Einzige, was mich immer stört an Samishuno. So. Weil an sich finde ich es hier cool und so, mit den ganzen Möglichkeiten und so, aber das ist halt etwas, was mich richtig nervt. So. Manchmal sind sie unten, manchmal sind sie oben so. Warum gibt es da nicht irgendwie, keine Ahnung, Fix oder so? Weil an sich so das ganze Apartment, so WG-Leben und hast du nicht gesehen, so ist cool. Aber das ist halt, ja. Jetzt halt die Frage, kommt sie überhaupt vorbei oder kommt sie auch nicht vorbei? Weil das gibt es natürlich auch so. Was sie sagen, die sind gleich da und naja, sie sind nicht da. Wie weit bist du eigentlich mit dem Schlafen, Kollege? Du bist voll, Junge, dann raus mit dir, du fauler Sack, ey. Aufstehen. Energie ist voll. So soll der Müll. Bestseller fertig schreiben, denn das machst du dann eben. Ja. So. Wobei, eigentlich könnte ich das auch gleich machen und ich mache das einfach mit denen. Ach nee, ich kann nicht raus, stimmt ja. Ich bin ja der von uns, der nicht raus kann. Stimmt ja. Da war ja was, ich kann das nicht machen mit dem Event. Also zumindest nicht außerhalb der Bude. Ja, weiß schon warum. Was soll man Mist. Ah, okay. Soll deiner sonst das einfach mit anderen Leuten reden, bis Miko da ist und so? Ja. Okay. Dann herzlichen Glückwunsch. Du darfst Andi kennenlernen.
Oh, guck mal, wer auch hier ist. Na moin. Oh, Scheiße. Ich glaube, besser nicht mitreden erstmal, oder? Aber auch crazy, dass wir sowas hatten. Aha. Okay. Ey, kann man die nicht. Ich hasse solche Statuen. Am besten, wir zünden die Person irgendwann an, weil was soll denn das? Ich will mit der reden. Jetzt, weiß ich jetzt nicht, Ayaka. Vielleicht versuchen und hoffen, dass sie uns nicht auf den Nerv geht. Und keine Ahnung, ob Miko überhaupt noch uns irgendwann besucht. Weil, naja, das ist jetzt auch schon ein bisschen her und ja, ich sehe keine Miko. Na, hoffentlich ist nicht unser, ist das nicht halt komplett verbuggt, so. Das wäre kacke. Nein! Das wollte ich nicht so. Nö. Nö. Ah, gut, eigentlich kannst du dann vielleicht mit der Frau von Sortiro. So. Nimmst ist halt auch ein bisschen mit, so. Wäre ganz gut. Was? Was? Buchschreiben geht nicht? Was für geht nicht? Hä? Ja, gut, dann helf halt mit. So, wenn es nicht geht, dann helf mal mit hier. So. Ich laufe freundlich vor und dann hilfst du mal mit, wenn es eh nicht geht, warum auch immer. Keine Ahnung, was er hat. Also ist das halt. Ach so. Dann hier nach Ambrosia fragen. So. Wobei, warte mal, wenn du das so machst mit den Fragen, je nachdem, oder ich mach das auch mit den Fragen und dann hole ich das Blumenpaket da. Ich bin ja eh einmal auf der Base, kann ich das dann direkt bestellen. So, die Frage ist halt nur, haben wir den Platz dafür, für das Ganze? Ah, Nalani ist das, okay. Okay. Cool. Cool. Das will ich auch mal sehen, auch mal kennenlernen hier. So, nein, 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 du Heini. Oh, Miko! Hey! Hat ja nur, wie lange hat das gedauert? In-game? 2 Stunden? Anderthalb? Keine Ahnung. Und sie geht noch nicht mal zu uns? Ey, Bruder, das wurde einfach ignoriert. Sie geht zum Festival, die Miko. Das ist ja voll beschiss. Kennst du eigentlich die hier? Ja, ist egal. Nein, kannst du nicht, dann reden mit der. Ach nein, rede nicht mit der. Ich bin Hörni. Kannst nicht mit der reden. So. Joa. Soll dein Char kurz mit der reden? Weil? Ja, für mich halt. Also, ja, von mir aus. Okay, nice. Ja, was halt dein Char, da frage ich halt lieber vorher. Ja. Kein Problem. Also, ich würde ja meinen runterschicken, aber. Hey, Nein, nein, nein. Leute! Bleib Was mal machst du oben. denn hier? Also Leute, das ist sowieso absolut wild, Bruder. Andi, ich habe noch eine Eintrittskarte für die angesagt zur Oper der Stadt Nein, keine Zeit, Junge. Scheiße, da merkt man einfach, dass er alt ist. So. Sorry, aber wer geht in die Oper? Also, wenn die Oper geht, so sorry, aber nee. So. Sorry, aber nee. Die ist einfach aus einer anderen Dimension in unsere Welt gekommen. Ja, anscheinend der alte Opa auch. Ah, ja, gut, dann Weil geht du auch weißt mal ja, mit das ist ihr. ja meine Tochter aus dem anderen Spielchen. Ja. Ja, von dir und Faber halt. Ja. Ah, die ich in einem anderen Spielstand, in einem anderen Projekt gekillt habe. Also die Faber, nicht deine Tochter.
Wie ich höre, sollst du deine Feinschmecker- und Kochfähigkeiten perfektioniert haben. Ey, was hieß das? Nee, Spaß. Mach mal hier auch nach einem Borussia-Fragen. Und dann haben wir das abgeschlossen. Safe. Rihi, hey. Meines abgefuckt, mal wieder. Geil. Bestellung war entweder ist angespannt oder ist abgefuckt. So in letzter Zeit. Ist richtig geil. Gesichtsmasken, was? Nee. Wir wollen Samen kaufen einmal. Und was war es nochmal? Blumen für Einsteiger. Blumen. So. Okay. Ja, aber das hier könnte problematisch werden beim Pflanzen. Ich weiß nicht, ob wir Kübel überhaupt auf unsere Base packen können. Oder wir machen kurze Zeit was weg. Vielleicht das Sofa und so. Würde das überhaupt passen, so wenn wir das kurz wegmachen? Oder brauchen wir das Schachbrett eigentlich noch, Bruder? Ja. Okay. Wir haben ja die Dings noch nicht voll. Okay. Dann würde ich sagen, schieben wir das erstmal rein. Gucken einfach mal, ob das überhaupt geht mit dem Kübel, aber ich schätze schon. Aber wird auch irgendwann mal Zeit, das Ganze mit Mechume hinter uns zu lassen. Vielleicht, wenn wir das Bestreben noch mit Mechume mitgenommen haben. Nee, wir wollen keinen Garten machen. Wir wollen hier nur so einen Pflanzenkorb. Ah, der ist okay. Der ist ein bisschen größer als der, den ich eigentlich wollte. Nämlich den hier wollte ich. Das müsste ja eigentlich klappen. Ja, okay. Das passt. Dann müsste das ja auch gehen, wenn wir das hier so hinstellen, hoffentlich. Ah, ich bin kein Gärtner, so, also ob das passt, so, keine Ahnung. Hab keinen grünen Daumen, so. Also klar, ich habe mal vor Jahren, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, was gepflanzt, aber das ist auch schon ewig her. So. Lilie pflanzen und Löwenmäulchen, okay. Das sind nur zwei. Wie war es nochmal? Ich habe das seit Ewigkeit nicht mehr gemacht und wir beide haben das noch. Oh, warte mal, stimmt! Das wollte ich sowieso mal machen. Aber ich glaube, das ist eher was für die neue Wohnung. Aber ich kann das. Ach so, wahrscheinlich muss ich das hier drauf. Erstmal den gammeligen Fisch verkaufen. Ist die gammelig? Nein. Gut. Ja, die Rosen kannst du auch mal loswerden. Das muss ich dann öffnen wahrscheinlich erstmal. Ah, stimmt, ich glaube, ich weiß wieder, warum ich das kaum mache, weil du jedes Mal extra draufklicken musst auf Samenpaket öffnen. Das ist extrem nervig. So, hör mal auf hier. Du machst das super, meiner macht das auch super. Hoffentlich. So. Vielen Dank für die Bestellung, nice. Gut, dann passt das doch hier. So. Cool. Ah, warte mal, wenn Miko da ist, so eigentlich passend und so, dann können wir vielleicht beides machen. Erst das Dings und dann das Bestreben so. Können wir vielleicht beides hin und Char, kannst du bitte die Leute für meinen Char kennenlernen so? Meiner hat das auch für dich gemacht, also das Bruder, war es ist schon. Abend. Wieso rede ich mit all denen? Ah, stimmt, eigentlich richtig, kann ich machen. Gut, Ambrosia, ich weiß genau, wie uns herstellt, aber wenn ich wüsste, würde ich damit einen Geist zurück ins Leben holen. Aber gut, eigentlich eine gute Idee. Stell dich auch mal vor. Also Abend geworden. Freund dich vorstellen. Honey vorstellen. Ja, ich weiß nicht, Honey vorstellen. Das mit Vorsicht zu genießen. Also locker, wenn ich das auswählen würde, würde Candy oder so vorbeikommen. Oder Lilly oder so. Irgendwer, mit dem ich geflirtet habe oder Liebesmail geschrieben habe, locker so. Aber wo ist eigentlich hier? Dings. Aus einem anderen Universum, aus der anderen Galaxie oder so, anderen Welt oder wie auch immer. Hab nicht aufgepasst. Keine Ahnung, wo sie ist. Soll ich das übernehmen? Amiyamaguchi, okay. Jetzt auch noch kennenlernen. Und ja, keine Ahnung, wo Elena ist. Immer, Bruder, ne? Und außerdem ist es Abend. Kümmere dich doch um deinen Job. Ha? Guck mal, es ist ja Abend, ne? Ja. Bruder, schick meinen nach Hause und reiß mit deinem. Ja, stimmt. Aber am besten wäre, wenn wir eben das kurz machen im Event, so. Das wäre geil. Aber ich mache mir keine Sorgen um meinen, das kriegen wir hin.
Na, ah, okay, dann mach du. Ich zocke in der Zeit mit dem Handy. So, aber deiner so nach Hause hast du gesagt. Okay. Ja, mach was du meinst. Okay. Ja, Ding ist halt, ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Chance bekomme, weil mir werden sonst. Ich schätze Nee, schon, das ist aber. ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt unser Let's Play dafür nutzen. Weil sowas Ja. macht man ja eigentlich privat, abseits. Ja, stimmt. Hast eigentlich recht, so. So, ohne das jetzt böse zu meinen. Es ist okay, mach das Event. Ich zocke in der Zeit mit dem Handy, aber dann mach, was du für richtig hältst halt. Okay. Ja. So, dann lass mein irgendwas machen und oder und wenn du von mir aus mit meinem auch mit das Event durchziehst und so, mir ist scheißegal, mach einfach. Spiel. Okay. So. Ja, nee, eigentlich hast du recht, so eigentlich ist das dafür nicht gedacht für Event, aber So, weißt ja. du, das ist jetzt was anderes, wenn wir einen privaten Spielstand haben, Bruder. Weißt du, da wird nichts aufgenommen, nichts, Bruder. Da macht. Also hast recht, es wird generell Zeit, dass ich mich auch um ihn kümmere. Okay, er kennt sowieso die Leute, die ich kennenlernen wollte, glaube ich. Also. Na, wenn nicht, ist ja auch egal. So, weil. Geht ja eher um Wichtigeres. Ja. Dann reise ich mit ihm, weil das recht ist, Nacht. Dass man mich schreiben kann ich ja tagsüber erledigen, wenn meiner dann fit ist. So, weil es ist jetzt zum Beispiel so, selbst wenn es jetzt nicht Nacht ist und es ist tagsüber, kann man ja immer noch das Event mitnehmen. Ja, theoretisch ja, wenn's. So nebenbei. Ja, theoretisch. Aber gut, eigentlich soll der Fokus nicht darauf, dass ich schon richtig. Ja. Umiko. Umiko kenne ich nicht? Okay. Aber ist noch eine Gruppe in, aber warte mal. Deiner soll erst nach Hause, ne? Dann. Ich dachte, okay. Gut, habe ich gemacht. Okay. Ja, dann. Schauen wir mal, wie die Reise so verlaufen werden wird. Ich kenne Fladilaus gar nicht, ne? Nee. Okay. Ja, dann reise ich zu Lilith einfach. Aber ich finde das halt ein bisschen blöd, wenn ich halt zu Chas reise, nur weil ich weiß, wo die wohnen und so, aber mancher kennt die halt nicht. Das ist halt schon ein bisschen unreal, finde ich so. Ich weiß nicht, wie du das siehst. So, bei mir zum Beispiel wäre das ja was anderes, wenn du jetzt mit meinem reisen würdest, weil ich bin ja verfeindet mit Fladilos. Ja, gut, aber verweint, ob du da weißt, wo der wohnt, so weiß ich jetzt nicht. Aber krass, dass wir das auch ähnlich sehen, so Weil, guck mal, da unsere ist ja zum Beispiel dem Punkt, Punkte. er kann mir vielleicht nicht gesagt haben, wo er wohnt. Aber guck mal, du kennst zum Beispiel Lilith. Bruder, ich kann ja Informationen über sie bekommen. Ist ja in Real Life auch nicht anders. Bruder, wenn ich mit jemandem verfeindet bin und ich will Stimmt. dem auf die Fresse hauen, Bruder, durch Kontakte über Kontakte über Kontakte kommt man an Informationen. Ja gut, das stimmt, damit kenne ich mich allerdings nicht aus. So, weißt du, was ich meine, so? Ja. Weil, naja, ich sag mal so, ja. Bei mir ist das ja so, Lone Wolf for Life, deswegen, ja. Klar, Kontakte sind da, aber das Gute ist, dass ich die nicht benutzen muss. ja. Ah gut, stimmt. Eigentlich hast du da einen Punkt genannt, glaube ich, der sinnvoll ist, auch wenn ich das nicht wirklich beurteilen kann. Reisen wir nicht nach Vladilaus, reisen wir zu Lilith und ja. Weil Ja, zum Beispiel Lilith okay. weiß ja nicht, dass ich mit ihm verfeindet bin. Ja, stimmt. So. Außer Und, er hat's gesagt, so. oder er hat es ihr gesagt, ja, okay. So, aber das kann man halt nie nachvollziehen, zumindest in dem Spiel. Kaleb kannst du auch nicht, kannst du nicht abhaben, oder Bruder? Wie ist das so? Keine Ahnung, ich kenne ihn im Spielstand nicht. Ja, Nie okay. kennengelernt. Ja gut, stimmt das. Ja. Aber kann ja sein, dass du eine allgemeine Meinung zu ihm hast. So. Könnte ja sein. So. Also ich sag dir so, Ja. der
Den Charakter an sich kann ich nicht leiden. Und in meinen Augen ist der auch ein Pum 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 Pum. Das möchte ich jetzt auch nicht erwähnen. Aber ja, er ist auf jeden Fall brauchbar. Shit, ey, das erinnert mich an, weil ich geschaut habe. Schnitt! Muss das schneiden? Shit, ey. Ah, passender Moment. Ja, braucht es auf jeden Fall. Ja, mir geht er auch mehr auf die Nerven. Also, was heißt, also, er versucht es zumindest, ne? Aber, also, dass er schafft, naja, nicht wirklich, aber. Also, bisher, so. Er versucht mir irgendwie auf die Nerven zu gehen. Ich weiß auch nicht, ja, warum das so ist. Oder keine Ahnung, ob er einfach keine Ahnung, Kontakte knüpfen will oder was weiß ich so. Oder seine Sis beschützen oder ja, weiß der Geier. So. aber er versucht mir halt mehr auf die Nerven zu gehen als wir als andere. So kommt es rüber. So. Aber er ist irgendwo cool. So. Brauchbar. Aber ja, so ich finde seine Schwester irgendwie sympathisch. Oh hey, Leila, warte mal. Warum so. Was suchst du hier, Leila? So, was zur Hölle? Warte mal. Warum ist sie mitgekommen? Das will ich jetzt wissen. Warum steht sie hier rum, random so? Das ist richtig random. Ich weiß, dass ich ihn nicht fragen kann, warum die hier rumsteht. Oh lol. Ich bekomme einfach einen Blitz ab, geil. Jetzt bin ich aber voll aufgeladen hier. Ja. Tja. Man sollte im Real Life nicht draußen rumstehen, eventuell. Aber andererseits im Real Life mache ich das auch und dass mir das nie passiert. Also, ja, unrealistisch. Gut. Soll dein Char sich um Fähigkeiten kümmern oder. Ja. Kochen meinst du so, oder? Ja, kochen oder was weiß ich, irgendwas. Okay. Gut. Gut, dann. Darf ich bitte hier rein? Ich möchte gerne einmal. Oh, da bist du ja. Kommt direkt angelaufen, perfekt. Ah, what the fuck? War es nicht höher gewesen? Mit Freundschaft und Romantik? Ja, du warst ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr da. Ja gut, aber so lange? Wir waren ja einige Tage im Magiereich. Aber dass das so schnell runtergeht, das ist crazy. Sehen wir mal was. Das ging für meine Stimmung, oder? Nee, das hier wollte ich. Das andere, das eine ist mir klar. Ich habe nur die Anordnung verwechselt. Also ich dachte halt, um Vampirtraining bitten wir hier, aber ich habe das halt verpeilt, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. Emotionale Verfassung, ja, genau. Ja, was heißt mit meiner emotionalen Verfassung so? Ich habe keine emotionale Verfassung. Ja, super. Benommenheit wegkriegen. Wie war das nochmal? Benommenheit. Schlafen geht? Geht nicht auch irgendwie anders? So lange keine Benommenheit mehr gehabt. Also nicht, dass ich wüsste. Nö. Ich kann eine Kissen. Wieso kann ich Benommenheit nicht so wegmachen? Muss ich 3 Stunden warten? Toll. Ja, dann. Gehe ich wieder nach Hause? I guess. Ja. Könnte ich machen eigentlich. Was ist das hier? Achso, das ist der Scheiß, stimmt ja. Was ist das hier? Auch manchen ganzen Fragen. Beziehung ändern. Ah. Okay. Ja. Ja, ich könnte eben meine Kräfte zeigen, wenn das nochmal aufploppt, weil ich habe keine Ahnung, ob das hier auch irgendwo ist. Dann kriege ich halt ein bisschen was. Ja. Ja, das Problem ist halt nur, ja, was ist, wenn ich nochmal erwischt werde, ob die da was gegen gemacht haben will. Ob da inzwischen was passiert ist. So. Ist halt auch die Frage. So. Gut. Wer bin ich hier eigentlich? Ich bin am Anfang. Okay. Gut. Aber immer ein paar Punkte so. Das ist cool. So. Tja, hätte ich.
dass man meinen Besitz beachtet, aber es kommt so selten vor hier. So. Ja. Vielleicht ein bisschen Freundschaft erhöhen bei ihr. Ah, wobei muss ich gar nicht, ne? Geht ja noch fit, so. Na gut, dann. Nö. Dachte halt, das wäre komplett im Eimer, was das mit dem Romantikbalken verwechselt. Dann geht's ja noch eigentlich in Ordnung. Ist hier irgendwer in der Nähe oder so? Hallo? Nö. Hier ist noch die Stadt von Philadelphia aus. Ob man die klauen könnte? Ob deiner die mitnehmen könnte, so über Magie? Also, ich schätze mal nein, aber wer weiß. So. Nö, hier ist niemand, oder? Du siehst hier auch nicht irgendwen, oder? Nee. Ja, gut, dann. Gehe ich wohl woanders hin, schätze ich. Man bringt ja nichts, so, wenn ich hier 2 Stunden chille, so. Bei Lilith, dann könnte ich auch nach Hause kehren, so. Oder halt, ich reise woanders hin, wo es auch Sinn macht. Aber ich dachte halt, yo, wir machen das mit dem Training und so, aber nö, geht nicht. So, ja, dann reise mal. Und guck mal, das war's. Kaum rede ich davon, dass Caleb mir auf die Nerven gehen will. Fängt er an, dann mein in Gespräch zu verwickeln. Nur weil ich seine Sis am Besuchen bin. So, echt uncool, Caleb. Vielleicht will er die Kerze halten. Wer weiß. Ah, das ist Dings. Auch eine Zeit, auch eine Zeitreisende. Oder Weltenreisende oder so? Keine Ahnung. Sie kommt auch aus einer anderen Dimension. Genau, so sagst du es. Ah, die ist auch so ein Dimensionsreiser oder. Keine Ahnung, wie man das anders nennt. Level 3 Kochfähigkeit hat er. Cool. Der Andi. Gucken wir mal da kurz rein. Das sollte kein Problem sein. Rezepte für Buntarsch aus der Pfanne, Kekse mit Schokostückchen und Pfannkuchen gelernt. Außerdem kann er mit anderen übers Kochen reden. Nice. So. Ja. Gut, die Frage ist nur, wohin? So. Ich könnte Nui Classic abziehen, aber andererseits weiß ich jetzt nicht so. An sich finde ich das halt schon ein bisschen cheesy, so die Leute da oft auszulutschen und so. Also auszusaugen meine ich, nicht Wir haben eine auszulutschen, Nachbarin, mit der wir verfeindet sind, hat auszusaugen. Spaß. Ja, also die darf auf jeden Fall ran. Das war halt auch eigentlich Teil des Plans, also dass ich halt pumpe oder du halt pumpst bei uns, die halt sich beschweren, weil was halt sehr selten ist. Das habe ich bisher halt nur bei einem Haushalt geschafft an Mishuno. Oder halt gesehen in einem Video, also bei einem, bei zwei deutschen Let's Playern, wo ich Sims Let's Play geschaut habe, die haben das sogar, also bei denen war das halt so, dass die sich aufgeregt haben übers Pumpen, so und dann hat der eine die ausgesaugt und das wollte ich halt bei uns auch machen, so. Weil wir können Laura sowieso nicht leiden und dass die sich aufregt und dann, Kuckuck, gib mir deinen Platz. Ja, Laura, was liegst du denn da am Boden rum und so? Laufen ganz woanders. Ist so. Ist so. Direkt beim Vermieter beschweren, so. Ja, da liegt so eine komische, komische Da liegt so Eule bei eine uns. andere Person, Oh. also irgendein Nachbar liegt bei uns bewusstlos auf dem Boden. Ja, also echt, ey. Du Geht bist ja das hier gar gang nicht. und gäbe, ich glaube, ich möchte eine Mietreduzierung haben. Ja, ist so. Ist echt so. Aber ich jetzt nicht, weil ich hier so. Ja, boah, bei andererseits wollte ich ja sowieso. Was machen? So. Ja, oder ich gehe halt zu einem Fitnessstudio, aber saug nur eine Person aus oder so. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ich finde das halt, ja, irgendwie bin ich halt nicht mehr so begeistert davon wie halt, ja, am Anfang halt. Ich sag mal so, wenn ich es halt mache, wenn meiner Durst hat, okay, aber
Das halt jetzt, ja, so einfach nonstop zu machen, finde ich irgendwie lame, so. Du musst es ja nicht nonstop machen. Ha? Du musst es ja nicht nonstop machen. Ja, das nicht. Also es wäre der schnellste Weg und früher habe ich halt so gemacht, aber ja, zwischen also, ja, fühle ich es halt nicht. So. Und naja, es ist halt auch nicht die einzige Möglichkeit, wie man halt aufsteigt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Training, ne? Was wir noch zeigen werden, oder halt auch durch Bücher, ne? Da gibt es ein paar besondere sowas. Bist halt nicht mehr, bist halt nicht wirklich abhängig davon. Das ist halt eine coole Sache, dass halt nicht wirklich darauf. Also das ist halt mehrere Möglichkeiten, das ist halt eine coole Sache von den Entwicklern, muss ich schon so sagen. Aber wenn, wie gesagt, das Aussaugen anderer am meisten hilft, wenn du es halt wirklich nonstop reinbutterst, wenn du halt schnell einen Vampir haben willst, der übelst krass ist, beim Menschen aussaugen, am Plasma von denen bedienen ohne Ende, das ist halt das Beste, was geht. Ja, wenn man halt schnell aufsteigen will, ansonsten, ja, hat man halt andere Optionen, ne? Das ist halt eine coole Sache. Na, ich gehe immer hin, ich lese immer erst alle Bücher durch. Und dann gucke ich, wie weit das ist. Wie weit ist meine Skillung und so weiter und so fort. Und dementsprechend entscheide ich dann. Okay. So mache ich das halt immer. So klar sollte das jetzt so sein, gerade bei mir im privaten Zustand sollte das jetzt so sein, dass ich jetzt eh gerade mal im Fitnessstudio bin, weil ich eh gerade am Pumpen bin. Und ich muss jetzt irgendwie Plasma trinken oder so, dann mache ich das schon mal, dass ich jemanden aussauge. Aber ich benutze es halt nicht als Hauptquelle. Ja, das stimmt. Und so mache ich es halt. Bruder, du wurdest gerade eben vom Blitz getroffen. Jetzt willst du draußen Basketball spielen. Ja. Also kein Problem, geh ruhig hoch. Vielleicht killt dich der zweite Blitz, aber... Also früher war es halt nicht so, aber ich weiß nicht, ob das da eine Veränderung gab oder nicht. Oder das ist ja unrealistisch. Normalerweise müsstest du jetzt schon tot sein. Ja, stimmt. So. Aber Weil andererseits in Real bin ich ein Life würdest Vampir, also. du vom Blitz getroffen werden, in Real Life, Bruder. Du wärst direkt tot. Ja gut, aber man darf nicht vergessen, er ist ein Vampir, also wer weiß. Level 3 Fitnessfähigkeit erreicht. Kann auf dem Laufband einen Dauerlauf machen, außerdem kann er mit dem Computer nach Trainingstipps durchsuchen und schwimmt schneller. Nice. So. Ah, schade, dass ihr nur Boxen übt und nicht treten auch. So. Weil solche gibt es doch auch zum Treten, oder? Meine ich. Oder ist das, dass das einer hochhält? Naja, egal. Ich dachte, wenn ich schon mal hier bin und so. Und dann bist du im Fitnessstudio und nicht im Kickboxverein. Ach so, okay. Ey, aber ich mach das doch gerade hier trainieren. Ja, aber du bist im Fitnessstudio. Ein Fitnessstudio ist was anderes als wie ein Box oder ein Kickbox oder Muay Thai oder so Verein, Bruder. Das sind Ah, Welten, die gut. dazwischen liegen. Aber warum? Also, okay, gut. Perfekt. Gut. Im Fitnessstudio machst du halt größtenteils einfach nur Muskelaufbau. Okay. Ah, okay. What the hell? Okay. Beziehungsweise, was heißt Muskelaufbau, sondern du tust ja, kannst ja da Beintraining machen, tust du ja Muskulatur mitmachen, du tust Gewichte heben, damit tust du Muskulatur. Ah, shit, ich Und dachte, dann die kann man wiederum gibt es tragen. ja halt diese Laufbänder, wodurch du deine Ausdauer trainierst. Okay. Wobei, sie muss ich eigentlich nicht unbedingt kennenlernen. Dein Char kennt sie ja. So, gib mal ein Plasma einfach, ja. Wenn ich schon mal hier bin und so. Ja, wobei, eigentlich scheiß drauf, so. Wo ich schon mal hier bin, kann ich die Leute ruhig mal aussorgen, so. Sie wird auch ausgesorgt einfach.
Habt ihr da durch, das hast du davon, wenn du auch durch Dimensionen reist, also ganz ehrlich so. Das war mal in einem anderen Spielstand meine Frau gewesen. Sie hier. Kleine Dimensionswanderin in ihrer ganz natürlichen Haut. Oh, stimmt, ich habe vergessen, meine Vampirform zu ändern. Stimmt ja. Da war ja was. Ah, egal, geht irgendwie noch viel zu. Gibt Schlimmeres. Und der joggt einfach weiter, als wäre nichts so. Ja, der Markus Flex ist drauf. So. Ah, gut, dann haben wir zwei statt einer Person mitgenommen. Ah, gut, 2-for-1 Special, sagt man so im Wrestling. Passt das ganz gut. Naja, hier sieht man es auch. Zwei Punkte, weil ich hatte ja sieben. Zweimal ausgesorgt, zwei Punkte bekommen. Das läuft. So. Ja, Ja, weil du noch Obervampir. relativ frisch bist. Ha? Weil du noch relativ frisch bist. Deswegen. Ja. Später, je weiter man ist vom Vampir-Level her, Ja, das desto schon. länger dauert das halt. Ja, das schon. Letzte Stufe brauchst du ja auch mehr, bis du was bekommst an Machtpunkten. So, das, und da muss ja die Leiste komplett durch sein, nicht wie jetzt, so dass du da Abzweigung erreicht hast, dann krieg ich schon Punkte. Aber es ist gut, dass es so ist. So, Vampire haben so gut hinbekommen. Richtig, richtig geil hinbekommen. Weil vorher, vor Sims so, ich konnte Vampire so. Ja, ich fand nicht, also ich wusste nicht, was da die Begeisterung sein soll, aber seit Sims, Begeisterung ist bei mir on point. Was Vampire angeht, so. Sims hat mich auch im Geschmack gebracht mit Vampiren. So. Also Props an der Stelle an EA und Maxis, das hört man ja nicht so häufig von mir. Das, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber ja. Jetzt weiß man's. Ja, experimentieren, da hätte ich das, hätte ich die Celia mitnehmen müssen. Heißt sie Celia? Also die Formwanderin, die ich im Fitnessstudio ausgesorgt habe mit den roten Haaren. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Aber gut, das, wie auch immer. So. Ja, Kleinkinder, das ist gut, dass keine hier rumlaufen, anders als wie anderswo. Das ist gut. Ist auch eine nette Abwechslung von dem ganzen Stress, den ich normalerweise in Sims habe. So, oder was heißt normalerweise, aber halt, ja, schon überwiegend in privaten Spielständen hatte, so, da waren eigentlich immer irgendeinem Haushalt, wo ich war, Kinder, Kleinkinder und hast du nicht gesehen. Ist schon eine gesunde Abwechslung, dass es halt hier so ist, wie es ist. Zwei Brüder und nicht mehr und nicht weniger. So. So, das ist eine gute Sache. So. Keine nervigen Kinder. So. Keine nervigen Chars im Allgemeinen. Und ich bin wütend. Ja gut, das Ding ist halt auch, die Nacht ist rum. Was heißt, jo. Jetzt halt die Frage. Erst schreiben oder mich erst um mich kümmern? Das ist halt die Frage. Ja, wobei, andererseits, du kannst mich saven, nicht dich aber noch nicht. Deswegen würde ich eigentlich sagen, mal was schreiben erstmal. Ganz fertig. Ist ja auch fast durch. Fehlt ja nur noch das hier. Das mit einem. Mit zwei weiteren Bestsellern, genau. So. Dann bist du auch gesaved. Über Ambrosia recherchieren? Nö. Schreib mal hier weiter das Buch. Wenn das geht, bitte. Auch wenn das einen komischen Namen hat, aber ich wusste ja auch nicht, was da das Problem sein sollte. Vielleicht habe ich einen falschen PC geschickt. Keine Ahnung. Dürfte zwar eigentlich nicht sein, aber ne. Egal. So. Dann. Ah, dein Schach spielt Schach allein. soll ich das abbrechen oder lassen? Ne, lass das ruhig. Lass ihn das Level Up ruhig noch machen. Okay. Danach soll er dann weiter kochen oder? Okay. Dann. Ist egal was. Okay. So. Aber habe ich nicht am anderen PC angefangen? Warum schreibt er dann an dem PC? What the fuck? Ach, keine Ahnung. Ist manchmal, aber vielleicht habe ich auch was verpeilt und er hat das im anderen Part angefangen. Ich dachte, der hat das in dem Part angefangen und dann. Ja.
Egal. Jawohl. Genau. So muss das. So. Ach so. Hat das Erwerb nicht mitgenommen oder was? Aber warum ist hier keins auf der Pinnwand? Was soll denn nach Level Up aus? Hm. Oh Mann. Zeig mal her. Ja. Ja. Was zur Hölle? Das hatten wir auch noch nie, oder? Bruder? Dass ein Level Up nicht auf der Pinnwand ist und nichts? Das ist schon irgendwie kurios. Ja, definitiv, ey. Jo. Ja, machen wir einfach hier eben kurz weiter. Schreiben. Hallo? Ciao? Bist du zu abgefuckt oder was ist los, Junge? Was ist los mit dir? Ah, fuck, jetzt hat das, glaube ich, gemacht. Egal, geh mal kalt duschen, aber die Scheiße muss ich dir noch wegnehmen da. Der gibt mir so einen Zeiger, der Scheiß. Und naja, bei mir ist das ja eh nicht so wichtig mit Punkten wie beim Andi. Meiner muss nicht so viel machen. Was eine gute Sache ist. Man sagt ja, doppelt hält besser, aber in dem Falle, nee, besser nicht. So. Schreib mal weiter hier. Ah, vielleicht nehme ich ihn auch direkt ab, ey. Nicht, dass ich da, darauf nicht achte, auf die Wut und dann unnötig meiner gestorben und so. Ach Mann, ey. Ah. Wie war das nochmal? War es jetzt ein. War das jetzt. Was war es nochmal für ein Scheiß, genau? Ich weiß gerade nicht, was das für ein Scheiß ist. Ah, hier Ängste und so. Ja, Ängste muss ich wegmachen, ey. Vor allem. Was der auch für eine Scheiß Ängste immer hat, so. Immer irgendeine Scheiß, der mich in Real Life nicht juckt, so. So. Ja, Angst hat Tür, mach mal weg hier. Scheiße, will ich nicht haben. Na, bei meinem Char kann man es ruhig machen, so. Da ist das in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob bei meinem Char die Beschämung weg ist. Weiß ich nie. Angst. Ja, vor Gedränge, so. Ja, okay. Kann man auch lassen, so. Was habe ich denn hier? Ach so, das ist aus dem Paket da. Ach so, stimmt ja. Nee, ich wollte gucken nach. Was wollte ich gucken nach? Ach so, stimmt, was ich geholt hatte sonst so. Stets willkommen hatte ich geholt. Ah, das war weise Voraussicht von mir, dass mich keiner rausschmeißen kann, wenn ich zu Besuch bin. Also wenn es halt Tag ist, die Sonne scheint und so, können die mich nicht rausschmeißen. Was eine gute Sache ist, weil sonst könnte ich theoretisch krepieren. Schamlos habe ich auch geholt, also weise Voraussicht und schneller Lerner. Cool. Das ist super, wie man es kennt. So, gut, erster Salat ist fertig, dann darfst du danach endlich weiterschreiben. Weißt du, so ein erfrischendes Getränk hattest und so, ist eine gute Sache. Mach mal hier weiter, wenn das geht. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, ne? So. Und du darfst weiter kochen. Hallo? Hallo? Ja, Laura, du musst noch warten, ne? So wie die Leute im Fegefeuer. So. So. Gut. Ah, Iri. Aber gut, lag wohl daran. Na Scheiße. Gut, dass das jetzt weg ist. Würde ich mal so sagen. So, den Scheiß. Zack. Boah, dieser Mülleimer, ey. Schade, dass es das nicht in Real Life gibt. Geil. Aber auch krass, wie viel Geld wir einfach inzwischen haben, so.
Wenn man bedenkt, wie wir gestartet sind. Schon crazy. Achso, warte mal. Lass das mal mit dem Eventwerk machen. So, dann brauchen wir die Kübel auch nicht. Und das ist eine gute Sache. Oh, Tantiemenberichte. Fast 2,5. Gut. Ja. Ach so, stimmt. Muss ich auch immer dran denken, den Scheiß dann auch immer zu verkaufen. Also die Bücher. Aber ich denke, es macht mehr Sinn, einfach direkt die beiden durchzubringen. Was? Wir haben noch Dings hier? Ach so, wahrscheinlich wegen den scheiß Events da, ne? Ja. Können wir alles loswerden, aber bringt halt nichts. Andererseits, bevor es hier zumüllt. Aber was soll denn der Scheiß? Warum wird das in unser Haushaltsinventar geschoben? Was soll denn der Müll? Was haben wir mit den Scheiß-Eventen zu tun, so? Das ist einfach nur unnötiger Scheiß, EA. Vor allem haben wir uns hier noch nicht mal verdient, den Scheiß hier. So, können jetzt irgendeinen Scheiß da einfach platzieren, den wir geschenkt bekommen bei irgendeinem Event in der Nachbarschaft, den, ja, den Scheiß da halt hatte. Ja, wir hatten eine Konsole, oder? Okay, gut. Gut, gut, Aber das Dings kannst du behalten eigentlich. was? Das rechts daneben. Das Neben dem Tisch. Teleskop? Ja, genau, das können wir behalten. Okay. Ja, bin ich halt nicht wirklich ein Fan von, weil es halt nur ist, weil, ja, es gratis an uns verteilt wird. So. Aber okay, dann lasse ich das drin. So. Ja, die Dings kann ruhig weg. Okay. Oh, shit. Sorry. Ja. Gut. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Hatten wir die oder ist das egal eigentlich? Die hatten mir, glaube ich, einmal geklaut gehabt beim Festival, aber da bin ich mir nicht sicher. Okay. Na gut, dann behalten wir einfach die, würde ich sagen. Ja, den Scheiß brauchen wir nicht. Wir haben wahrscheinlich eh besseres. Ja. Ja, doch, ich glaube, wir hatten die, aber ich bin mir auch nicht sicher. Was ja auch egal eigentlich. Also, wir hatten auf jeden Fall einen Tisch, ein Sofa. Aber kacke, dass ich das alles rausschmeißen muss, weil die Entwickler denken, ja, schieben was in dein Inventar rein. So. Was haben wir mit dem scheiß Event da zu tun? So. Gar nichts. Wir wohnen nur da. So. Haben noch nicht mal teilgenommen an dem Scheiß. So. Also es ist was anderes, wenn, wie bei Andy, wenn der da den Programmierwettbewerb bekommt und kriegt einen PC geschenkt. Okay, ist eine gute Sache, aber so einfach geschenkt, nur weil du da wohnst in der Gegend, so, nö. Finde ich überhaupt nicht cool. Dann könntest du uns eigentlich direkt eine Villa schenken, so, wenn sie schon so drauf sind. Soll der was essen, Bruder? Ja. Okay. Danach soll er schlafen, oder? Ja. Okay. Obwohl, schick den vorher auf Klo. Also essen, Duschen Klo, dann auch? schlafen. Damit der halt fürs Klo nicht extra nochmal aufsteht. Also manchmal stehen die auch auf, wenn der Duschwert im Eimer ist, aber ob das der Fall überhaupt ist, ist die Frage. Ja, aber das hatte ich bis jetzt noch nicht so oft, muss ich sagen. Ja, gut, da muss er auch, glaube ich, vielleicht sogar komplett weg sein. Das kann halt auch sein. Ich glaube ja, dass er komplett weg sein muss. Aber mich regt das halt mehr mit dem Duschen auf, als wie alles andere. Post wurde zugestellt. Heißt das, wir haben. Nee, warte, wir haben keine Rechnung. Was für Post kriegen wir dann angeblich so? Hä? Leute schreiben uns Briefe? Oh, Scheiße. Also sind locker irgendwelche Mahnungen oder Drohungen oder so. Oder was ist das hier? Ja. Gut, und was in der Post drinne ist, sehen wir dann im nächsten Part. Ciao, Leute.